Der Karneval, bekanntlich die fünfte Jahreszeit, ist wohl das Beste aller Feste im Seniorenzentrum in der Ingenieursternstraße. Am Höhepunkt des Faschings, dem Rosenmontag, veranstaltete das Team rund um Heimleiter Engelbert Nistelbacher einen Faschingsball. Also Fasching ist bei uns ein tolles Fest. Ich glaube, es sehen alle. Es gibt immer ein Motto und heuer ist das Motto 20er Jahre. Ich wollte eigentlich der Al Capone sein, aber der Hut stimmt nicht ganz, aber fast. Eröffnet wurde der Ball standesgemäß mit dem Einzug der Faschingstruppe gemeinsam mit Heimbewohnerinnen. Das liebevoll gestaltete Fest birgt viel organisatorische Arbeit. Ja, das ist schon eine ganz große Tradition bei uns im Haus. Besprechung ist die erste am 11.11. um 11.11 Uhr, natürlich, wie sich das einfach selber versteht. Ja. Da wird einmal besprochen, was haben wir heuer für Thema, für Motto. Dann gibt es dann einen kleineren Arbeitskreis, wenn das Thema feststeht, die dann dieses Motto ausarbeiten. Heuer ist das ein ganz besonderer Faschingsball einmal, weil die Pfarre mit uns feiert und sonst haben wir das immer mit dem Tageszentrum gefeiert, die ja jetzt ausgezogen sind. Und das eigentlich nur sehr mobile, rüstige Menschen sind und die föhnen uns natürlich. Und jetzt ist die Pfarre ferner eingesprungen und die haben sogar so einen tollen Musikanten. Für musikalische Unterhaltung mit den bekanntesten Schlagern sorgte Entertainer Freddy Knügler. Wenn die Abendsonne langsam untergeht und der erste Stern noch blass am Himmel steht, dann komm ich heim zu dir, mein Schatz. Bei dir da ist mein schönster Platz. Und nehm dich in den Arm und sag zu dir: Rot, 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 rot sind die Rosen. Rosen geschenkt aus meinen Händen. Mein persönlicher Eindruck ist einfach, dass man halt schon sehr viel Freude in den Menschen sieht, in die Augen, das so erleuchten und man merkt, also ein paar Tanzkilln sind auch drunter, ja, die juckt richtig in die First, dass sie sich bewegen. Das ist einfach das Besondere. Ja, und es wird gefeiert, es wird gelacht, man ist lustig und das ist einfach sehr, sehr schön an dem Tag. Und wenn man so in die Runde schaut hier, dann ist einfach tolle Stimmung. Was mich ganz besonders freut, ist, dass es heuer eine Kooperation mit der Pfarre gibt und Pfarrer Pater Karl Bleibtreu moderiert. Zum einen bin ich einmal riesig gern hier, das wissen alle. Und irgendwo ist es meine zweite Heimat, weil ich doch etliche Mal in der Woche hier bin. Und wenn ich so moderieren kann, dass den Leuten gefällt, dann ist das in Erfüllung. Weitere Höhepunkte der Veranstaltung wie der Line Dance, der Sitztanz und die Auslosung der Tombola-Preise erfreuten sich große Beliebtheit bei den Ballbesucherinnen. Die Aufmachung und die Leute ist so schön geschmückt und ist halt so, wie es eingezogen seid. Das war so wunderbar, die Leute und die herrlich. Kann ich nur sagen, herrlich. Ich finde die Unterhaltung ist ganz toll.
Die Leute sind alle sehr nett, auch der Herr Chef vom Heim, der tanzt mit den alten Damen, also spitze. Der Höhepunkt ist das, wenn man da sitzen kann und naschen. Sehr gut, ja, wunderbar, ja, lustig, unterhaltsam, ja. Sehr gut, wenn die Leute tanzen und ich kann ja nur zuschauen.